Guten Morgen! Heute möchte ich euch über ein Universaltalent und seine entsprechenden Einsatzgebiete in den Haushalten informieren und auch darauf sensibilisieren, dass man dieses umweltfreundliche und preiswerte Mittel wieder in den Mittelpunkt rücken sollte und sich nicht von Marketing und bunten Bildern blenden lässt. Von was rede ich? Ihr seht es in der Überschrift schon, dem Natron. Gerade im Zeitalter des Minimalismus und des Verzichts auf komplex arrangierte chemikalische Hausmittel ist das Natron ein unglaubliches, ich sagte das schon, Universaltalent. Was billig, gut, vegan und sogar unter Umständen komplett natürlich ist. Denn Natriumhydrogencarbonat, wie Natron chemisch korrekt heißt, kommt auch natürlich als Nakulit vor. Allerdings sind die Ressourcen unserer Erde diesbezüglich ja, sehr begrenzt und die aktuellen Abbaugebiete befinden sich nur noch in Ägypten und in Nordamerika und diese können unmöglich den Weltbedarf decken. Daher wird Natron heute aus natürlichem Salz gewonnen, indem Chlor gegen Carbonat ausgetauscht wird. Dieses 1865 entwickelte, nach seinem Erfinder Ernest Solvay benannte Solvay-Verfahren liefert ein reines Natron mit einem angenehmen Geschmack. Während Natron als universelles Haushaltsmittel früher nicht mehr wegzudenken war, führt der sehr sehr hohe Lebensstandard und auch die Dominanz des Marketings über den gesunden Menschenverstand dazu, dass ja, Menschen reihenweise ihr Gehirn abgeschaltet und ja, den Fernseher das Denken überlassen haben. Entsprechend dominieren jetzt, wenn man in den Haushalten sich umblickt, ja, bunte Bildchen, bunte Fläschchen von Fröschen und glatzköpfigen Menschen drauf, die dir lächelnd erklären, warum ihr Produkt das Beste oder das ökologisch Beste ist und bla bla bla. Das Marketing und die entsprechenden Verpackungen, das realisiert der Durchschnittsdeutsche mit einem desinteressierten Lächeln. Uns geht's einfach viel zu gut. Beim Natron gibt es analog zu relativ einfachen Produkten keine großen Gewinnspannen und entsprechend werden diese auch total wenig beworben, weil es eben nicht so viel zu verdienen gibt. Die Industrie ist eher dazu übergegangen, Natron in immer kleineren Packungen anzubieten, um so ja, einerseits die Verpackungsindustrie mit zu pushen und aufgrund des niedrigen absoluten Preises den Käufer ja, dann eben so zu blenden, weil es ja nur ein paar Cent dann kostet. Aber es gibt auch noch faire Anbieter, die noch wirklich große Gebinde anbieten, ja, zu einem wirklich extrem fairen Preis, der teilweise bis zu dem 15-fachen billiger ist als das was im Laden zu kaufen ist. Der Link zu dem was ich kaufe, der ist auch unten in der Infobox. Aber kommen wir nun zu den Einsatzgebieten. Ich hoffe ihr habt ein wenig Zeit mitgebracht. Natron kann man als Triebmittel beim Backen einsetzen. Da wird es auch oftmals unter dem Namen Backsoda verkauft. Natürlich dann auch wieder etwas preisintensiver, als wenn man einfach nur Natron draufschreibt. Auch wenn man selbst hergestelltes Brausepulver macht, kann man Natron einsetzen. Ich verwende es auch zum Beispiel für mein selbst hergestelltes basisches Schaumbad und das Video dazu müsste oben in den Infokarten sein, wenn ich es dann noch finde. Im Garten kann man es auch ja, gegen Mehltau und gegen Graufäule einsetzen. Da auch wieder ein kurzer Verweis auf den Irrsinn und die Volksverdummung durch Marketing. Man kann billig Natron kaufen für den Garten oder man kauft Steinhauers Mehltauschreck für ein zigfaches, obwohl es im Endeffekt exakt dasselbe ist. Aber es wird reihenweise gekauft. Der Mehltauschreck. Die größte Verwendung im Haushalt ist allerdings als Putzmittel. Einfach Natron auf einen feuchten Lappen und ja, Flecken gehören der Vergangenheit an. Und das ökologisch einwandfrei. In der Sportlerernährung ist Natron sogar als mittlerweile als ausdauerverbesserndes Supplement sozusagen unterwegs und ist auch nachgewiesen, dass das hilft. Auch kann man es wunderbar zum Zähneputzen nutzen. Wenn man keine gekaufte Zahnpasta nutzen möchte, machen ja einige aus verschiedenen Gründen, kombiniert man einfach einen entzündungshemmenden Stoff, wie zum Beispiel ich nutze das Kurkuma, und dann nimmt man am besten noch einen geschmacksgebenden Stoff, wie zum Beispiel Pfefferminz, und eventuell noch
Schlemmkreide, Eichenrinde oder Xylit und dann hat man sein eigenes Zahnpulver. Alles natürlich. Und ja, oder dass man dann entsprechend auch die ganze Verpackung immer hat von den ganzen Zahnpastas und so weiter. Aber das muss jeder selber entscheiden. Auch wenn ihr häufig an Sodbrennen leidet, könnt ihr mit Natron entgegenwirken. Man kann auch eine metabolische Azidose, also eine dauerhafte Übersäuerung des Blutes und des Körpers behandeln. Wenn jemand zum Beispiel aus dem Mund stark nach Aceton riecht, dann ist das ein deutlicher Hinweis auf eine Übersäuerung. Gerade bei Diabetikern kommt das sehr sehr häufig im Rahmen eben dieser Azidose, also dieser Übersäuerung vor. Da wird natürlich ja, heutzutage direkt Insulin verschrieben, anstatt erst einmal versuchen auf einem natürlicheren Wege zu versuchen und auch selbstverantwortlich zu handeln und damit die Krankheit in den Griff zu bekommen. Natron kann weiterhin bei Insektenstichen eingesetzt werden, aber ja, da muss ich sagen, hat es bei mir persönlich nicht geholfen, kann ich jetzt schon sagen, aber theoretisch. Aber auch nicht nur als Putzmittel gegen Flecken, sondern auch bei Verkrustungen, wenn man mal etwas angebrannt ist, wenn man jetzt ganz normal kocht oder brät, findet das auch Verwendung. Einfach den Boden mit Natron überschütten, dann Wasser drüber kippen, aufkochen und ja, Verkrustungen gehören der Vergangenheit an. Des Weiteren ist ein absoluter Geruchsneutralisierer, egal ob bei Katzentoiletten, bei Abflussrohren, bei Schweißfußschuhen wirkt auch, ne? Generell auch Kleintiergehegen und eigentlich allem was Geruch absondert, Natron. Auch beim Kochen von Nahrung kann man Natron vielfältig einsetzen. Es nimmt zum Beispiel diesen ganzen Kohlsorten den blähenden Charakter. Es gibt ja Menschen, die mögen das nicht, wenn es irgendwas bläht. Ne? Die sprechen dann von Verdauungsproblemen. Und da hilft es eben auch, ja, wenn man das Wasser, in dem man den Kohl kocht, mit Natron versetzt. Auch wenn man keinen Instant Pot hat, ist gut, oben Infokarten, und getrocknete Bohnen, Erbsen oder Linsen schneller weich haben möchte, dann hilft das, wenn man Natron in den Topf tut. Auch wenn man bei der Marmeladenzubereitung nicht so viel Zucker verwenden möchte. Die Nachteile von Zucker dürften allen bekannt sein. Könnt ihr eigentlich mal ein Video zu machen. und sag mal, die Säure der Früchte, die will man ja neutralisieren mit dem Zucker. Da gibt man einfach Natron mit dazu und dann spart man sich Unmengen an diesem ungesunden Zucker. Und die Liste, die ist noch lange nicht zu Ende. Es gibt noch unzählige Einsatzmöglichkeiten, legale wie auch illegale. Man muss ja nur ein bisschen googeln, aber in erster Linie sinnvolle Einsatzmöglichkeiten eben von Natron. Ich habe immer einen Eimer da und ja, bitte kauft euch nicht Dr. Oetker Natron für 31,60 Euro das Kilo, sondern zum Beispiel das Natron, was ich immer kaufe, für 1,92 Euro. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Infobox. Fangt wieder an klar zu denken und lasst euch nicht mehr von bunten Bildern euer Leben bestimmen, sondern kauft das, was notwendig ist und nicht mehr. Oder nicht viel mehr. Es gibt so viele sinnvollere Sachen, was ihr mit eurem Geld anfangen könntet. Also ich hoffe, ich konnte euch etwas ja, Bewusstsein einimpfen, gerade was ja, den Haushalt angeht. Da ist es wirklich auch relativ einfach Geld zu sparen und auch noch viel weniger Müll zu produzieren und ja, einfach ja, einen sinnvoll minimalistischen Lebensstil zu wählen. Es gibt auch die Krankseite, dass man dann gar nichts mehr und so weiter, aber sinnvoll minimalistisch. Das kommt alles eurer geistigen Gesundheit zugute. Es ist euer Leben, also fangt es auch an selbstständig zu bestimmen und durchdringt diese Masse an Manipulation im Verkauf von irgendwelchen Dingen. Geld ausgeben ist nicht schlimm, aber setzt es bewusst ein und ja, nicht wie ihr es gelernt habt, ne? Wie ihr konditioniert wurdet. Schaltet euer Gehirn ein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis morgen. Euer Christian. Tschüssi.